In der medizinischen Physik Geschwindigkeiten, wozu braucht man es überhaupt? Naja, gehen wir erstmal auf die Geschwindigkeit ein. Die Geschwindigkeit Velocity, deswegen ein kleines v, ist eine Strecke durch eine bestimmte Zeiteinheit, t wie Time, Strecke wie s, Strecke. Na gut, wenn ich das durcheinander dividiere, und das macht man ja normalerweise, indem man sagt, meinetwegen v ist gleich 100 Kilometer geteilt durch 2 Stunden, h wie auch, ne? Dann sagt man, okay, v ist also 100 durch 2 ist leicht, das ist 50, und Kilometer pro Stunde oder durch Stunde, man sagt aber pro Stunde, ist dann die Einheit dahinter. Es gibt verschiedene Einheiten. Also die bekannten vom Straßenverkehr sind Kilometer pro Stunde. In der Fliegerei bzw. Meteorologie nimmt man gerne Meter pro Sekunde. Miles per Hour und so weiter, das lassen wir jetzt mal weg. Meter pro Sekunde, ja, das geht ja ganz gut, aber zum Beispiel bei der Fließgeschwindigkeit des Blutes nimmt man durchaus auch mal Zentimeter pro Sekunde. Oder was machen wir bei einer Schnecke? Da sagt man dann, naja, Millimeter pro Minute oder pro Sekunde. Dann sagt man dann lieber manchmal, das ist allerdings relativ ne, seltene Einheiten, Zentimeter pro Minute. Oder. Also man kann hier die unterschiedlichsten Einheiten wählen. Das hier ist die typische, das ist eine typische. Und in der Medizin sind es durchaus auch mal Zentimeter pro Sekunde. Na ja, gut, wozu brauchen wir das alles? Es gibt verschiedene Arten von Geschwindigkeiten, da gehe ich dann aber gleich drauf ein. Nochmal zur Fließgeschwindigkeit des Blutes. Also, ich schreibe mal bloß Fließ V, Blut. So, Fließgeschwindigkeit des Blutes ist wirklich echt gering, also typisch beim gesunden Menschen sind so VFL, schreibe ich mal, so um die 10 Zentimeter pro Sekunde. Wenn, und das ist das Wichtige, wenn ein Gefäß gesund ist. Man kann sich ein gesundes Gefäß als, pardon, gleichbleibend breiten Fluss darstellen oder vorstellen und sagt, hier ist die Breite B und hier hinten ist die Breite B genauso. Okay. Dementsprechend fließt das Wasser hier schön gemütlich lang und wird überall an aller Stelle, an jeder Stelle genauso schnell zu messen sein. Gut, jetzt kann sich jeder aus der Erfahrung, aus dem täglichen Leben vorstellen, was ist, wenn so ein Fluss plötzlich eine enge Stelle enthält und dann, ja, das Wasser, was da drin ist im Fluss, auch dadurch muss. Denn von hinten kommt ja stets Neues mit einer gewissen Geschwindigkeit nach. Dann bleibt, ich sag's mal landläufig, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass jetzt hier das Wasser schneller fließt. Das heißt also, die Geschwindigkeit des Blutes wird sich erhöhen. Wenn man das jetzt mit einem Diagramm darstellen möchte, wäre das eine jetzt hier, also bei einem gesunden Gefäß, wie ein Gartenschlauch oder eine Arterie, ob es die Aorta ist oder was auch immer. Wäre in einem Wegzeitdiagramm das zum Beispiel so, dass ich sage, hier ist eine Sekunde, also T in Sekunden, das gibt man nochmal in eckigen Klammern an. Leute, schaut hier oben auf die links. Da gehe ich nochmal auf Geschwindigkeiten noch viel ausführlicher ein, wenn es interessiert. Und hier hat man ja gesagt, beim Blut in Zentimetern. Wenn ich das nicht ranschreibe, ja, dann könnte es sonst was sein. Wenn ich jetzt sage, hier sind 10 Zentimeter, dann kann ich mir vorstellen, dieses. Bei einem gesunden Gefäß wird dieses Blut also 1 Zentimeter, 10 Sekunden, 10 Zentimeter in einer Sekunde, demzufolge in 2 hat es dann 20 Zentimeter, also eine gleichmäßige Geschwindigkeit haben. Hier hat es auch eine gleichmäßige Geschwindigkeit an der engen Stelle, aber die ist wesentlich höher. Ich mach's mal rot, also hier diese Geschwindigkeit, ich mache den Geschwindigkeitsvektor. Ich glaube, über Vektoren habe ich schon mal hier in diesem Fach gesprochen, ist der Geschwindigkeitsvektor höher. Beispiel, 30 cm in einer Sekunde. Wenn ich hier eine 30 ranschreibe und eine Sekunde vergangen ist, dann ist das Blut schon 30 cm weiter geflossen. Was das alles jetzt für Auswirkungen hat, das müsst ihr am besten wissen als Mediziner. Wichtig ist nur, ist das Gefäß irgendwie verengt, wird sich die Fließgeschwindigkeit erhöhen. Das ist die eine Sache. Es gibt noch eine weitere typische medizinisch wichtige Geschwindigkeit. Das ist die Pulswellengeschwindigkeit. Also ich kann aus Fließgeschwindigkeit und Pulswellengeschwindigkeit verschiedene Rückschlüsse ziehen auf den Gesundheitszustand
eines Patienten. Ob das ein Pferd oder ein Mensch ist, ist eigentlich egal, obwohl ich nicht weiß, ob ein Pferd an Arteriosklerose leidet. Naja, kann sein. Wisst ihr alle besser. Also, die Pulswellengeschwindigkeit. Auch da ist es ähnlich. Also kleinere Gefäße, und jetzt wird wichtig, wieso Einheiten wichtig sind. Oder fangen wir mit der Aorta an. Aorta beim Menschen, das hatte ich mir allerdings sagen lassen, da beträgt diese VPW, mache ich mal, so ungefähr zwischen 4 bis 6 Meter pro Sekunde. Jetzt schaut euch mal nochmal diesen Wert an. Hier geht es um, ich mache es mal hell, ich highlighte es mal, 10 Zentimeter pro Sekunde. Und hier geht es gleich um Meter pro Sekunde. Die Pulswellengeschwindigkeit ist die, welche letzten Endes den Druck einfach weiterleitet. Eine Welle selber ist kein Stofftransport. Das macht das Fließen von alleine. Kleinere Gefäße, aber nicht nur kleinere Gefäße, also kleinere Gefäße vom Herzen weg meine ich jetzt, kleinere, die haben dann durchaus schon eine Pulswellengeschwindigkeit vom Doppelten, also so um die 8 bis 12 Meter pro Sekunde. Ne, wieder wichtig, die Einheit ist wichtig. Wenn ich jetzt Zentimeter darauf schreibe, wird es was ganz anderes. Dann ist es nicht mehr so schnell. Und kranke Gefäße, ich schreibe mal bloß kranke G-Punkt, da ist die Pulswellengeschwindigkeit auch höher. Ich habe jetzt das V ein bisschen groß gemalt, das ist immer das kleine V gemeint. Auch höher als das. Also größer als beim, na, habe ich nicht schön gemacht, als beim gesunden Gefäß. Woran liegt das? Mal ein Modell. Beispiel, ich habe eine Aorta und wir sind ja alle als Menschen so aufgebaut, wahrscheinlich die Tiere auch, dass die Gefäßwandung, also wenn ich das mir jetzt mal als Rohr darstelle, dass die Gefäßwandungen einigermaßen elastisch sind. Das heißt, die können etwas ausweichen. Das bedeutet aber, dass wenn hier eine Druckwelle durchgeht, der Druck das Gefäß, ich übertreibe, etwas weiten wird. Demzufolge hat, und jetzt kommt das, demzufolge ist bei der erweiterten Stelle eine Art Ausweichen möglich und die Geschwindigkeit ist eine typische Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt allerdings eine starre, jetzt mache ich das mal übertrieben dick, eine starre Röhre habe, na, bleib hier, und diese starre Röhre, also mit verdickten oder erstarrten Wänden, Arteriosklerose fällt mir da zum Beispiel ein oder was auch immer, und die hat den gleichen Durchmesser, wohlgemerkt, das ist das Verrückte dabei, dann leitet, also den gleichen Durchmesser wie die damals, als er noch gesund war, gesunde Röhre, dann leitet die eine Welle auch schneller weiter. Das heißt, ich kann auch aus der Pulswellengeschwindigkeit Rückschlüsse ziehen, ob jemand krank oder gesund ist. Ja, jetzt nochmal zum Thema Geschwindigkeiten. Geschwindigkeit, ich werde dann hier wieder einen Link anfügen. Hatte ich ja schon ein bisschen deutlicher, ganz woanders in meinem Unterricht schon dargestellt. Aber Geschwindigkeiten, wenn ich mir wieder so ein ST-Diagramm nehme, jetzt schreibe ich mal nichts weiter ran als, pardon, als S und T. Also das ist ein Weg und das ist eine Zeit. Und ich habe hier, das mache ich mal grün, jetzt nehme ich mal kein Blut, sondern jetzt nehme ich mal einen Fahrer auf der Autobahn. Ich betrachte den zufällig hier, der fährt ziemlich gleichmäßig die Geschwindigkeit. Und plötzlich, oh, scheint Stau zu kommen, das heißt, er geht mit der Geschwindigkeit runter, bewegt sich aber noch vorwärts, ne? Das S steigt immer noch ein bisschen. Dann sagt er, ach, ist doch wieder frei, kennen wir ja alle. Er beschleunigt wieder. Er gibt gar, ach nein, und jetzt kommt die Vollbremsung, weil es ist doch Stau. Jetzt steht er. So. Wie kann ich aber diese momentanen Geschwindigkeiten, denn wenn ich einfach sage, hier ist er gestartet, hier ist er angehalten, wenn ich einfach S durch T rechne, dann habe ich nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Die war aber zwischendurch ganz anders. Und wenn ich eine momentane Geschwindigkeit haben möchte, dann mache ich nichts weiter, als dass ich zu den interessierenden Punkten meinetwegen hier einfach eine Tangente anlege. Oder ich mache das hier, lege ich eine Tangente an. Und die Steigung der Tangente drückt sich in der Geschwindigkeit aus.
Und wie man das berechnet, das macht man mit der Ableitung. Also, wenn ich zum Beispiel die Formel dastehen habe, s ist a halbe t Quadrat, ich behandle das, wie gesagt, denkt an den Link, a halbe, das kommt davon, a halbe t Quadrat, und ich leite das ab, also s Strich, kennt ihr wahrscheinlich noch von früher, dann ergibt sich a mal t, und a mal t ist nun mal v. Also v ist auch a mal t, so kann man eine Geschwindigkeit ausrechnen, in diesem Fall bei einer beschleunigten Bewegung. So, guckt auf die Links. Zum Schluss werde ich jetzt hier noch Links anfügen, damit es ein bisschen in Ruhe geschieht, damit man nicht so hektisch wird. Aber ansonsten, jedes Mal, wenn ihr hier oben auf Links klickt, kann nichts passieren. Bleibt dieses Video hier stehen und ihr könnt jederzeit dazu zurückgreifen. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, und ja, schließe das Video. Alles Gute für euch. Tschüss.